Ich fühle mich da so ein bisschen verarscht, wenn jemand, der eigentlich nicht so unbedingt was mit Make-up zu tun hat, dann mit Make-up rauskommt, weil es verkauft sich. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Achtung Freunde, es wird spannend, denn ich habe ein Video von Cindy gesehen. Falls ihr sie nicht kennt, ich lasse ihr Link zum Video einmal unten in der Infobox. Und ich habe gesehen, dass eine Marke, die ich wirklich ansatzweise nun wirklich gar nicht mit Make-up in Verbindung gebracht hätte, Make-up rausgebracht hat. Heute geht es um Beauty by Naked. Ihr werdet es mit Sicherheit kennen, Naked, die Instagram-Influencerinnen 0815, no tea, no shade, Marke hat Make-up rausgebracht. Und ihr wisst, was ich davon halte, wenn Clothing-Brands, Klamottenmarken plötzlich mit Make-up rauskommen. Und ich dachte mir, okay, ich möchte das Ganze für euch aber auch einmal testen und habe wirklich sehr, 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 sehr viel Geld für Make-up ausgegeben. Das ist mein Job. Ich werde es testen und ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall bis zum Ende dran bleibt. Falls ihr hier neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts. Mir bedeutet es die Welt und vielleicht, ja, habt ihr ein bisschen Spaß. Ich bin schon so ein bisschen geschminkt. Ich habe schon die Base mit drauf, denn es gab keine Foundation, kein Primer, kein Puder. Was es gab, sind Lidschattenpaletten, Contouring, Blushpaletten, Lippenstifte, Mascaras, Nagellacke und so alles, was dekorativ ist. Und ihr kennt meine Meinung zu Marken, die plötzlich mit Make-up rauskommen. Das ist meistens eher so Cash Grab. Also, meine Oma sagt immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Heißt das so? Ich glaube. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie ist das für mich immer so, naja. Vielleicht sind die Sachen gut, allerdings muss ich sagen, dass die Sachen wirklich teuer waren für Nake, also für eine Marke, die ich mit Fast Fashion in Verbindung bringe. Fast Fashion heißt schnelles Auftauchen von neuen Kollektionen. Es ist da, es ist wieder weg, es ist da, es ist wieder weg. Und das ist ja so ein bisschen in die Colourpop-Richtung. Ja, Colourpop ist die vertikale Fast Fashion Brand für Make-up, was für mich Naked, H&M, Zara ist. Egal, Freunde, wir haben genug gequatscht. Wir beginnen als erstes. Ich habe hier zwei Paletten. Das sind diese hier. Packaging, muss ich sagen, ist schon echt ein bisschen billig. Ich sitze ja gerade selber an meinen Produkten und habe auch hier schon ein Muster für eine Palette, die, wenn ihr die bestellt beim Labor und die eine Musterpalette anfertigen, kommt das immer in so weißen Verpackungen. Das sind White Palettes. Und das sind diese Standarddinger. Die sind noch nicht bedruckt. Was hier bedruckt ist, ist Naked Beauty. Das ist so das günstigste, was man machen kann an Verpackung. Aber die Verpackung ist dieser Soft Touch. Das fühlt sich so ein bisschen gummiert an. Das ist schon wieder ein bisschen teurer. Wohingegen dieses Umverpackungsding halt nur aus Papier ist. Verschickt wurde das Ganze in diesen Plastikbeuteln, aber was ich sehr gut fand, ist, da drin war nochmal ein Beutel, der das Ganze geschützt hat und der war aus Gras, also aus Wiesengras. Muss ich sagen, das war eine coole Sache, habe ich so auch noch nicht gesehen, aber wir haben hier eine Lidschattenpalette. Dann haben wir eine Highlight- und Contour-Kit-Palette und da gab es auch verschiedene Farben. Also muss ich sagen, das war wirklich gut. Sieht ganz schön aus, also ich mag das ja, wenn es so clean ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch so ein bisschen langweilig, aber ich kann nicht so viel zu Naked sagen, weil ich auch nicht weiß, wie sich die Marke positioniert. Deswegen heute geht es nicht um die Verpackung, es geht nicht um die Marke Naked, sondern es geht wirklich ums Make-up. Und wir haben hier zwei Bronzer drin und zwei Highlighter. Und ich würde vorschlagen, wir fangen damit direkt an. Ich habe hier einen Pinsel und ich swatch mal ganz kurz die Farben. Also der eine ist wesentlich wärmer und der andere ist wesentlich kühler. Oh, sieht aber gut aus. Ich mische einfach mal. Klopft so ein bisschen ab. Die sehen sehr pigmentiert aus. Und ich setze mir das jetzt hier einfach mal. Oh ja, doch. Okay. Also ich mag die Farbe hier von dem Warmen recht gerne. Das war die, ich glaube, die, ja, das war die Light Medium Palette. Es gab auch noch eine in dunkler. Also die Farben sind schon sehr, sehr schön. Das geht so ein bisschen in die Orange-Richtung. Ich glaube, wenn man das Dunkle hier noch mit reinmischt, dann kann man das Ganze schön abkühlen. Ich glaube, ihr seht sofort einen Unterschied. Wusstet ihr, dass Naked auch Make-up hat? Ich weiß nicht, wenn ihr Influencerinnen folgt. Es gibt, glaube ich, bei Naked keine Männerklamotten. She's pigmented. Und deswegen habe ich da, also ich verfolge das halt gar nicht. Wenn ich ein Naked Haul sehe, gehe ich da auch gleich immer weg, weil das ist halt für mich so gar nicht relevant. Aber halt auch nur, weil ich auch nicht sagen kann, oh, das gefällt mir, das kaufe ich mir nach, weil
Ich glaube, ihr habt mich noch nicht so oft in einem Kleid hier gesehen. Also Bronzer sind sehr, sehr pigmentiert, muss man sagen. Ich mag die Farbe ganz gerne. Also auch beide so zusammengemischt. Ihr habt, also die Farbe ist so ein bisschen orange. Die kühlere gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer liebster Bronzer aussieht. Eher warm, eher kühl und mit Schimmer oder ohne Schimmer. Oder pigmentiert oder unpig, also so soft oder stark pigmentiert. Wir machen weiter mit dem Highlighter. Auch da gibt es zwei verschiedene Farben und ich swatche euch als erstes mal wieder. Fühlen sich sehr cremig an. Wir haben hier einmal so einen Champagnerton und einen roségoldenen Ton. Die sehen recht wenig schimmernd aus. Ich gehe mal in beide Farben mit rein. Klopf ab. Sind recht dunkel, finde ich. Also bei mir geht's, aber ich glaube, wenn ihr heller als ich bin, dann wird es schon schwierig. Ist ein recht erwachsener Schimmer, also nicht so stark. Kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so reinschätzen, weil normalerweise teste ich hier ja Make-up von Marken, die ich schon kenne und kann dann so einen Vergleich ziehen zu einer alten Kollektion beispielsweise. Aber das ist ja, soweit ich weiß, der erste Make-up-Drop von Beauty by Naked gewesen. Es ist nicht schlecht. Es ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, das stellt jetzt alles andere in den Schatten. Ich habe aber noch eine andere Palette. Die fand ich persönlich sehr süß. Das ist die kleine Blush-Palette. Auch die ist recht klein. Auch wieder selbes Packaging, schlicht weiß. Und wir haben hier drei Farben mit drin. Ich glaube, die lag so bei ungefähr 20 Euro. Wir haben einmal so ein schönes Korall, ein Peach und ein Rosé. Geh mal hier in die Farbe Pink Terracotta. Okay, ich arbeite so ein bisschen meine Hand ein. Okay. Die ist schön. Ich mag diese Kombination, ne? Aus diesem Bronzer und diesem Blush. Das sieht sehr Urlaubs... Es geht so ein bisschen in die Orange-Richtung. Also was mag ich? Ich gehe hier überall so ein bisschen nochmal rüber. Okay, also die Kombination aus Blush und Bronzer und Highlighter... Ist schon schön. Was sagt ihr? Also das muss ich sagen, hätte ich ehrlich gesagt nicht... Ich gehe ja bei sowas immer, bin ich ja offen mit euch, ich gehe da ja immer sehr reserviert dran. Die Palette ist übrigens vegan. Die Kontopalette nicht. Die Lidschattenpalette auch nicht. Die Mascara weiß ich nicht. Ich schaue mir das gleich an. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So seht ihr das Ganze auch nochmal von Namen. Ich mag das wirklich sehr gerne. Also das ist schon mein Vibe. Schön warm, aber nicht zu warm. Und dann dieser orangefarbene Blush, das liebe ich persönlich sehr. Das habe ich nicht gedacht. Freunde, wir haben hier eine Lidschattenpalette. Das ist die Eyeshadow-Palette. Hat die einen Namen? Ich glaube, das war die Warm-Palette. Das ist halt so Kylie Cosmetics 2012. Sehr schlicht. Hater würden jetzt sagen, langweilig. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man sich nicht so wie wir jetzt hier mit Make-up beschäftigt, ne? Also alle, die mir meine Videos schauen, ihr seid ja schon wirklich Make-up Enthusiasten. Ihr liebt es, neue Sachen auszuprobieren und zu testen. Es gibt aber auch Leute, die das halt nicht sind und für die ist das eine spannende Palette. Und ich mag ja solche Sachen. Deswegen auch dieser Vibe hier. Gehe ich auf Safari heute? Ich nehme als erstes einen fluffigen Blendepinsel von Crest Cosmetics und gehe in die Farbe Copper. Hat ein bisschen Kickback, klopf ab und die setze ich mir als Transition Shade hier hin. Ich gehe in die Farbe Karamell, vielleicht ist die ein bisschen pigmentierter. Ah ja, okay. Also, Copper ist wahrscheinlich genau meine Hautfarbe. Ist auch eine gute Mischung aus Schimmer und matten Tönen. Ich weiß nicht, wie steht ihr so zu diesen Casual-Paletten? Also zu diesen Standard-Paletten, dieses Braun. Also, ich würde sowas auch gerne machen. Mit meiner Formulierung und meinem Twister so mit drin. Ich glaube, sowas hat aber mittlerweile jeder schon. Also, es gab die auch noch so in ein bisschen rötlicher und ich glaube in ein bisschen kühler. Ich habe mich jetzt für die entschieden, die ich auch am meisten benutzen würde. Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nichts, wo ich sage, ist jetzt keine Natasha Denona, ne? Aber die hat auch 30 Euro oder so gekostet. Also es war schon nicht billig. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Copper und blende das hier oben so ein bisschen aus. Also Copper kommt irgendwie gar nicht raus. Okay, aber so reicht's. Also das ist halt ein sehr, sehr klassischer Look. Ich gehe jetzt mit einem kleinen Pinsel in die Farbe Cocoa. Die setze ich mir hier außen hin. Habe ich gedacht, da kommt ein bisschen mehr Bums raus. Die ist halt auch so ein bisschen abgedumpft, ne, die Farbe? Haut mich jetzt nicht um. Ich gehe jetzt noch so ein bisschen in den Mocha rein, um so ein bisschen aufzuwärmen. Außen gehe ich in die Farbe Black. Die Namen sind recht klassisch. Ich bin mal ehrlich mit euch. Vor 3 Jahren hätte ich das noch durchgehen lassen für ein Smoky Eye in diesen Farben. Aber
2021 ist das ja keine innovative Farbrange mehr. Da musst du dann so ein bisschen mit Texturen überzeugen. Und mach mir mal wieder so ein Fox-Eye. Die hält nicht so richtig auf dem Auge. Also man muss es so ein bisschen aufbauen. Ich nehme mal hier so einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Pearl. So glitzerig, so grob glitzerig und hat auch nicht so viel Schimmer drin. Und mische da so ein bisschen Gold mit rein. Ne. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ein sehr, sehr zarter Schimmer. Was per se jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber ich stelle mir halt vor, dass es jemand, der noch keine neutral-braune Palette zu Hause hat. Und dann kommt das. Was, nochmal, es ist nicht schlecht, aber also die Schimmer sind wirklich unterirdisch. Die halt, da ist halt kaum Schimmer drin. Auf die Entfernung ist es ein schöner Look, ne? Also das muss man sagen, das ist nichts Schlechtes, was die da gemacht hat. Es ist nicht unterirdisch schlecht, das ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, boah, ja, das ist die braune Palette, die ihr braucht. Es gibt noch eine Mascara, das ist die Volume and Length Mascara. Packaging weiß, aber schaut mal. Das ist hier einfach nur ein Aufkleber drauf. Das heißt, sie haben die Billigverpackung gekauft und haben nur einen Aufkleber drauf gemacht, was so viel günstiger ist. Bürstchen ist aber okay. Ich brauche mal einen Spiegel. Und macht schöne Wimpern. Ihr werdet es jetzt nicht so sehen, glaube ich. Macht sehr, sehr schöne, lange, schwarze Wimpern, muss ich sagen. Für unten ist sie schön. Mhm. Okay, die Wimperntusche ist toll. Aber was hat die gekostet, Maxim, aus dem Schnitt? Ich habe hier ganz, ganz viele neue Mascaren liegen von... Die darf ich euch noch nicht zeigen. Die kommen erst am 15. raus. Wartet, die sind toll. Okay, wir haben auch noch was für die Lippen. Also Augen, um das mal so abzuschließen, ist ein sehr klassischer Look. Do whatever you want to do with it. Ich habe hier einen Lipgloss und ein Liquid Lipstick. Auch hier bin ich gespannt. Ja doch, da haben... Also das ist raufgedruckt. Das ist die Farbe Mia. Das ist die Farbe Mia. Riechen wie 1:1 wie Kylie Cosmetics. Sind made in EU. Aber es ist eine schöne Farbe. Also solche Farben mag ich ja sehr gerne. Wir lassen ihn einmal ganz kurz antrocknen. In der Zwischenzeit... Ja, mehr in der Zwischenzeit brauche ich ja nichts machen, ne? Wir lassen ihn kurz antrocknen. Also er trocknet sehr schön schnell runter. Wir tragen mal den Lipgloss auf. Da gab es auch ein paar verschiedene. Ich habe mich jetzt für die klare Version entschieden. Packaging sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen wie die Liftergloss von Maybelline gerade. Aber ein bisschen kleiner. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist wie... Die Fenty Gloss Bomb Dinger. Also da gab es alle vier Farben von. Sieht auf den Lippen schön aus, aber... Okay, Freunde. Was sagt ihr? Ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich jetzt sage. Erst das Positive. Blush und Bronzer Palette. Top. Wunder, wunderschön. Ich fühle mich so ein bisschen abgezogen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mittlerweile für 30 Euro eine Palette kaufe, dann kriege ich Textur, dann kriege ich Schimmer, dann kriege ich Matt, dann kriege ich Cremigkeit. Das ist Qualität von Trended Up. Lipgloss, Liquid Lipstick und Lidschattenpalette sind, Entschuldigung, billig. Also die Qualität ist nicht entsprechend für das, was es am Ende ist. Man kann was Schönes draus machen, aber... Ich habe für diesen Look jetzt über 100 Euro ausgegeben. Und auch, ich habe auch was gespart, weil ich einen Influencerinnen-Code benutzt habe. Aber selbst dann. Also Blush und Konturpalette, okay. Tut mir leid. Das ist halt, das ist genau das, was ich meine, ne? Ich fühle mich da so ein bisschen verarscht, wenn jemand, der eigentlich nicht so unbedingt was mit Make-up zu tun hat, dann mit Make-up rauskommt, weil es verkauft sich. Freunde, also man kann einen schönen Look draus machen. Ich fühle den Vibe. Aber also nicht für 100 Euro. Ich bin gespannt, Freunde. Vielleicht habt ihr die Sachen ja auch schon ausgetestet. Lasst mir da gerne ein kleines Feedback in den Kommentaren. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.